Hallöchen und willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Heute wieder im Multiplayer. Und übrigens, ich bin der Dragonlord. Willkommen. Ja, letzte Folge hatten wir ja leichte Probleme gehabt, weil wir wieder mal in Bergen gelandet sind. Wie ihr seht, heute haben wir das Problem nicht. Und wir gucken mal, was wir hier so für schöne Aufträge haben. Hier haben wir frischer Fisch mit 29 Tonnen. Nehmen wir, ist das beste Angebot. Ja, ich weiß, Schwergut. Kriegen wir schon hin mit unserem LKW. So, ups, von Tag zu Nacht. Dann wollen wir mal starten. Dachchen, Kollege. So, wo ist denn hier der Ausgang? Oh, der steht ja hier. Sehr unpraktisch. Noch. Wie gesagt, heute im Multiplayer. Das heißt, hoffentlich finden wir andere Kollegen auf Euro 4. Weil die anderen mit Kollisionen habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Ich habe das eine Mal so ein Rowdy gehabt. Ich glaube, in der letzten Folge schon erzählt, wo ich, oder die Folge davor, ich weiß es gerade gar nicht genau. Da wurde ich richtig böse angegriffen von jemandem. Und ja, dementsprechend hat mich das sehr geärgert, weil es hat auch sehr viel Geld gekostet. Ich habe sehr viel Geld verloren. Es war nicht auf dem Account, sondern auf meinem, ja, Privatspiel-Account. Oder Profil, wie auch immer man das sagen möchte. Und, ja. Ich hoffe natürlich, wir sehen hier andere Kollegen. Ich fahre mal hier ein bisschen schneller, weil hier ist ja nichts. Multiplayer halt. Da kann man schon mal ein bisschen anders fahren. Ja, und wie gesagt, da, es hat mich sehr geärgert und deswegen versuche ich das jetzt hier zu meiden mit den anderen Servern, die es gab. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Wer sich mir mal gerne anschließen möchte, ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Und dann können wir auch gerne mal zusammenfahren. Würde mich sogar sehr darüber freuen. Habe ich jemanden, mit dem ich mich hier unterhalten kann? Nicht wundern über meine Fahrweise. Wenn hier nichts ist, dann nutzt man das natürlich aus. Und wir wollen ja auch die Folge hier nicht länger machen als wie beim letzten Mal. Von daher dachte ich mir, fahren wir mal ein bisschen schneller hier. So, wo haben wir denn unseren frischen Fisch? Da ist er doch. Ja, den wollen wir haben. Da ist er auch schon. Und dann geht die wilde Fahrt los. Und zwar, wohin ging es jetzt nochmal? Nach was? Okay, tut mir leid. Das kann ich nicht lesen.
So, wir haben ja einen langen Zug. Da machen wir mal so hier. Gut, haben wir geschafft. Sehr schön. Ne, dann wollen wir mal losdüsen, würde ich mal behaupten. Nach Verivax oder was das da hieß. Also, ich konnte es nicht lesen. Tut mir leid. Vielleicht kann mir ja jemand das übersetzen mal, was das heißen soll. Ich weiß es leider nicht. Tschüss, Göteborg, wir verlassen dich. Vielleicht sehen wir dich ja irgendwann mal wieder. Und es geht bergab. Wir werden schneller und schneller. Ja, desto schneller wir fahren, desto schneller sind wir am Ziel. Wir müssen tanken, sehe ich gerade. Das sollten wir doch mal gleich hier ausnutzen, dann die Tankstelle. Hier lang. Ich weiß gar nicht, darf man mit so einem langen Zug hier überhaupt tanken gehen? Ah, ein Stück zu früh angehalten. So. 1,61 der Dieselpreis. Das ist ja mal heftig. Aber wir müssen tanken. Was sollen wir machen? Von daher tanken wir mal. So. Knapp 500 Liter getankt. Achso. Hä? Okay. Dann. Ja. Haben wir wieder ein bisschen weniger Geld. Aber wieder einen vollen Tank. Mit vollen Tank lässt sich besser fahren. Habe ich so mir sagen lassen.
Schade, bisher noch keinen Kollegen getroffen. Vielleicht treffen wir ja noch jemanden. Euro 4 ist halt immer nicht so viel los, wahrscheinlich, weil sie sich nicht rammen können hier. Aber ist halt sehr gut geeignet für Konvoifahrt. Würde ich jetzt mal so sagen. Also ich würde mich freuen, würde jemand sich bereit erklären, mit mir zu fahren. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ich würde mich drüber freuen. Gesellschaft ist immer schön. Ich weiß, das Spiel ist leider nicht, ist nun mal nicht jedermanns Sache. Viele wollen wahrscheinlich mehr Action oder sowas haben. Ich finde es manchmal eine schöne Entspannung. Ich bank ja auch Action-Spiele, also so ist es nicht, Ballerspiele und sowas. Oder wie ich jetzt gerade, Subnautica, wo man so überlegen muss, was man macht. Das ist auch interessant. Aber Ballerspiele habe ich auch. Also, von daher könnt ihr ja mal was dazu in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Daumen hoch würde ich mich auch freuen. Abo würde ich mich freuen. Ich freue mich über alles. Alles, was geht. Gefällt mir. Kommentar, Abo. So, ach. Es ging ja schnell. Was? 340 Euro. So schnell war ich gar nicht. Die sollen sich mal nicht so haben. Komisch, im Multiplayer denkt man eigentlich immer, wenn man so schnell fahren kann, dass alles ausgeschalten ist. Aber dann kassiert man plötzlich doch so eine Strafe. Also als ob sie irgendwie so ein paar übersehen haben. Denke ich mir manchmal. Oder mit Absicht vielleicht gelassen haben. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Und dann müssen wir auch schon wieder von der Autobahn runter. Da sehe ich sogar schon, dass unser Ziel in den aufgelistet ist. Wir wollen ja nicht zu schnell fahren. Nicht, dass wir gegen die Leitplanke fahren. Oder vielleicht sogar noch durchfahren. Wer will das schon, nicht wahr? Ja, da will man mal blinken und dann verliert man fast die Kontrolle. So. Wir müssen. Ach ne, Quatsch, wir sollen doch darüber. Ups, mein Fehler. Vexieur, lese ich das richtig? Vexieur? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es ist richtig. Tut mir leid, falls jemand da wohnt und ich das falsch ausgesprochen habe. Es ist nicht meine Absicht. Halt. Den wollte ich. So. Der ist ja mal an. Was jetzt aus? Sieht so aus. Nach Stockholm.
Jo, dich, mein kleiner Zwerg, den ihr da im Hintergrund hört. Der ist noch wach, der will noch nicht schlafen. Also wundert euch nicht. So, wir haben's, wenn ich sogar laut Navi sehe, gleich geschafft. Unser erstes Ziel gleich erreicht. Ja, ich würde fast sagen, von der Zeit her, da schaffen wir glatt sogar noch eine zweite Fahrt. Und ja, ich würde sagen, wir hängen noch eine zweite Fahrt ran und dann gucken wir mal, wo die hingeht. Vexia, oder wie auch immer du ausgesprochen wirst, wir sind da. Ah, wer hat denn hier eine Ampel hingestellt? Schon wieder die falsche Taste. Ich sollte mir mal den Blinker vielleicht auf eine andere Taste legen. Vexior, erster Aufenthalt. So, dann gucken wir mal, wo wir den hinstellen hier. So, damit ist die erste Fahrt geschafft. Gibt's Level Up? Nein, noch nicht ganz. So, gucken wir mal gleich die nächste Fahrt. Okay, hier gibt's keine. Ja, manchmal gibt's hier irgendwie so einen Fehler. Kramt hatten wir noch ganz viele. Jetzt gibt's hier plötzlich gar keine Fahrt mehr. Wo waren die zwei denn jetzt? Wo waren die zwei denn jetzt so? Okay. Dann müssen wir mal gucken, was die Fahrt hier sagt. Also sprich, was es hier für Aufträge gibt. Nein, ich würde schon gerne etwas
mehr Geld verdienen als nur das. Also müssen wir mal gucken, was hier sonst noch gibt an Aufträgen. So, mal kurz die Karte aufrufen. So, da gibt's noch, da gibt's noch, da gibt's noch. Also fahren wir mal schnell nach links. Ups, das war jetzt ein bisschen schnell. Da war schon der erste Unfall. Aber wir wollen das hier auch nicht alles zu sehr in die Länge vielleicht ziehen. Was gibt's hier? Mal gucken. Jetzt muss man natürlich per Hand gucken. 7000 sieht gut aus. Da nach Polen. Limonade. LKW-Felgen. Ui. Aber zurück nach. Nee, dahin zurück eigentlich nicht. Warum sind denn die hier alle ausgegraut? Wir kommen doch von Göteborg. Das ist jetzt kurios. Schwer zu sagen. Ach komm, wir nehmen noch schnell die Fahrt hier. Müssen wir jetzt nicht zu lange suchen. 7000 ist besser wie nix. Na, dann wollen wir mal. Wir haben Rot. Muss man natürlich mal eben warten. Stehen natürlich mitten ungünstig in der Kreuzung. Naja, so stehen wir zwar nicht besser, aber. Naja. Man darf ja auch mal. Oder wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Nur 30. Was ist das denn? Wegen Wohngebiet oder wegen der Uhrzeit 30? Jetzt sind es 50, obwohl da noch 30 stand. Auch nicht schlecht. Wer weiß, wieso, weshalb, warum. So, da noch rüber. Und dann geht los die wilde Fahrt.
Das ist voll gelogen. Ich war gar nicht zu schnell. Da, habt ihr gesehen? 190 stand da und ich bin viel zu langsam. Wahrscheinlich deswegen. Ich fahre nämlich gerade mal nur 109. So, es geht ab nach Karl. Was? Karls Skrona. Von dort aus geht es dann wahrscheinlich weiter mit der Fähre. Kann ich mir gerade vermuten, nach Polen. Gut, okay, zur Fähre dauert es dann doch noch etwas länger anscheinend. Wir sind dann anscheinend nur durchgefahren. Da ist ja schon die Fähre. Sehr schön. Sehen irgendwie so aus wie alte Kasernen, muss ich sagen. So, Fahrziel auswählen. Er gibt dir nur ein Fahrziel. Und da wollen wir auch hin. Also, aufbrechen. 10 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Oh, 10 Stunden ist aber schnell vorbei. Das war jetzt nicht beabsichtigt.
was ich noch sagen wollte, und zwar, falls ihr Anregungen zu irgendwelchen Themen habt, die ihr vielleicht im nächsten Video erläutern, diskutieren möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann ist vielleicht auch ein bisschen mehr Kommunikation von mir drinne, wenn ihr das möchtet. Ich habe eigentlich zu fast allem meine Meinung und von daher findet sich bestimmt da das eine oder andere. Ja, mein Quarki ist müde, aber will nicht quaken, will nicht schlafen. Deswegen quakt da rum. Ups. Da achtet man einmal kurz nicht auf die Straße. Man achtet auf seinen Quarki. Fährt man fast gegen die Leitplanke, nicht wahr? Aller Quarki, hä? Willst du nur zu Papa, nicht wahr? Papa-Kind halt. So sind Papa-Kinder. Wollen immer zu Papa. Es sei denn, sie haben die Schnauze voll von Papa, dann wollen sie nicht mehr zu Papa. Oder mein Quarki wundert sich nur, was ich hier auf dem Kopf habe. Weil ich ja mit Headset arbeite. Und wundert sich vielleicht deswegen, was ich auf dem Kopf habe. Und guckt mich so komisch an. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Unsere kleinen Quarkis versteht man nun mal nicht immer.
So, gleich haben wir es geschafft, meine Freunde. Auch unser nächstes Ziel gleich erreicht. Und da ist die Folge auch schon beendet, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Aber solange müsst ihr es noch mit mir aushalten. Dem schweigenden Dragon Lord. Und natürlich müsst ihr auch so lange noch meine Fahrkünste ertragen. Auf Multiplayer ist es mal einfacher mit den Fahrkünsten als im Einzelspieler. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr lieber sehen möchtet. Multiplayer, Einzelspieler. Ihr könnt auch Themen vorschlagen, worüber ich reden soll. Wie ihr das für sinnvoll haltet. Ich versuche mich in vielen, vielen Sachen an euch zu orientieren. Und von daher müsst ihr auch mir dazu was sagen. Wenn ihr mir nichts sagt, oder besser gesagt, wenn ihr mir nichts schreibt, dann kann ich da auch nicht reagieren drauf. So, wir sind in der City angekommen. Olüsügü Tün. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe absolut keine Ahnung. Da wird's auch noch rot. Wir können uns ja wenigstens an die Ampeln halten, wenn wir schon uns nicht an die Geschwindigkeit halten. Nicht wahr, meine Freunde? Der polnischen Musik. Sind ja gerade in Polen, passt ja. Ne, bist du noch wieder grün? Geht doch. So, und da haben wir unser nächstes Fahrziel auch schon erreicht. So, noch ordentlich einparken und dann haben wir das auch geschafft. Nicht wahr, meine Freunde? Halt, falsche Taste. Ich wollte die. Das wird doch so nix. So, und wir stehen und haben es geschafft. Na, kriegen wir noch ein Level Up wenigstens?
Sehr schön. Dann antwortet mir in den Kommentaren, wo sollen wir die nächsten zwei Fähigkeitspunkte, wir haben sogar mittlerweile jetzt schon zwei, die wir verteilen können. Sagt mir wo, ansonsten entscheide ich es beim nächsten Mal selbst. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr das schreiben und entscheiden würdet. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr euch das anguckt. Ich bin der Dragon Lord. Bye bye.